Ich war nun mal mit Abstand die Beste für diese Rolle. Was kann ich dafür, wenn ihr es nicht wahrhaben wollt? Pass auf, wo du hintrittst. Wenn die Zicke Julia spielt, spiele ich Romeo und dann zeige ich sie. Sie wird die Julia spielen. Wir haben alle keine Lust, gegen sie anzutreten. Also das würde bedeuten, dass sie jede Menge Zeit mit mir verbringen muss, ob sie will oder nicht. Dann treibe ich sie zum Wahnsinn und sie könnte nichts dagegen machen. Falls du die Rolle überhaupt kriegst. Klar werde ich sie kriegen. Ich bin einigermaßen überrascht, dass du dich nun doch fürs Mitspielen interessierst. Naja, vielleicht war ich mal wieder nicht bei der Sache. Das passiert manchmal bei mir. Entschuldigung. Marion will den Romeo übernehmen. Das geht nicht. Ich spiele doch nicht mit diesem dämlichen Feral. Auf keinen Fall darf so einer die sechste Klasse vertreten. So ist es. Na gut, keiner von den anderen Jungs war interessiert. Also, einer von euch beiden muss ran. Was soll das wieder heißen, muss ran? Letztes Jahr warst du doch der Ansicht, Theater spielen wäre was für Blödmänner. Letztes Jahr war ich in der 5. Mrs. Church. Ich war noch ein Kind. Vergiss es, ich helf dir nicht. Aber die Hälfte der Wörter kann ich nicht lesen. Und was ist mit meinen Setzlingen? Kaum hattest du gehört, dass du keine Hausaufgaben mehr aufkriegst, waren sie dir egal. Na gut, ich verspreche, dass ich sie suchen werde. Vergiss es. Ich nehme meine Vogelscheuche wieder mit. Na los, die nützt sowieso nichts. Okay, ich finde schon jemand, der mir hilft. Du hast doch gesagt, verkleiden uns was für Mädchen. Hast du doch auch gesagt. Du, Pia, ich brauche deine Hilfe. Ich muss Text lernen. Dir werde ich auch nicht helfen. Lern den Mist selbst. Und Action. Geh auf, du Holde, Son. Ertöte Lunen, die neidisch ist und schon. Wie viel muss ich denn davon noch lesen? Lies weiter, es ist klasse. Halt die Klappe. Marion kann nur besser sein. Jeder würde besser sein als du. Du denkst doch nicht, dass Mrs. Church dir die Rolle gibt, wenn du so schlecht bist. Mach du mal. Was heißt dieses Wort hier? Also gut. Dann müssen wir eben einen anderen Weg finden, dass Marion die Rolle nicht kriegt. Was ist mit unseren Eltern? Du bist gar nicht so blöd, wie du aussiehst. Aber zur Sicherheit müssen wir uns doch was ausdenken. Irgendwelche Ideen? Was kann ich denn für euch zwei tun? Hallo, Mrs. Walston. Ich wollte eigentlich zu Abby. Ich wollte sie um einen Gefallen bitten. Was willst du denn? Hallo, kannst du mir vielleicht beim Textlernen helfen? Ach, du willst bei dem Stück mitmachen, das finde ich prima. Kultur ist eine feine Sache. Er drückt sich nur vor den Hausaufgaben. Ach, das finde ich nicht so prima. Großer Gütiger. Oh nein. Oh ja, hilf ihm rein. Komm, Snobs, hopp, rein hier. Und du hinterher. Mom, ist Abby da? Ja, sie ist gerade nach Hause gekommen. Warte mal. Bist du da, Abby? Abby! Sie ist unterwegs. Hallo, Mom. Hallo, Schatz. Mrs. Bellingham hat mich gerade angerufen. Sie sagte, Brooke behauptet, Mrs. Church würde einen Feral bei dem Theaterstück mitspielen lassen. Ist das richtig? Keiner von den anderen wollte eine Rolle übernehmen. Also Ryan Granger schon. Aber er ist so schlecht, dass er gar keine Chance hat. Ich habe eben mit ein paar Eltern gesprochen und keiner will, dass unsere Kinder von diesen Kindern vertreten werden. Diese Mrs. Church wird das akzeptieren müssen. Mach's gut, mein Schatz. Mach's gut, Mom. Jetzt hilfst du mir wohl doch nicht beim Textlernen, oder? Auf keinen Fall. Wieso denn nicht? Weil dich Theaterspielen überhaupt nicht interessiert. Siehst du das so? Ich bin sogar überzeugt davon. Naja, dann muss ich mich wohl hier hinsetzen und mir den Text selber reinziehen. Oh je, hast du gesehen, wie viel das ist? Das kann ewig dauern. Wahrscheinlich werde ich hier Jahre sitzen. Sie spricht, doch sie sagt nichts. Was schadet das? Wie soll ich die Rolle bekommen, wenn ich nicht mal den Text lesen kann? Du bist ein richtiger Angeber. Ja, genau, Snobs. Du bist der geborene Angeber. Du wirst mir helfen, die Rolle zu kriegen. Komm mit.